America, America. Was klingt wie ein markiger Ausruf von US-Präsident Donald Trump, ist keineswegs eine Hymne auf die USA. Eher das Gegenteil. In Baden-Baden hat man ganz bewusst gesellschaftskritische Künstler zur Gruppenschau vereint. Andy Warhol, Chuck Lowes, Alex Katz und viele mehr. Die Ausstellung will Leute neugierig machen, sie mit Bildern aus den 60er Jahren der Pop-Art bis in die Gegenwart informieren, was amerikanische Künstler über ihre Wirklichkeit sagen. Zum Beispiel Robert Longo. Seine düsteren Endzeit-Tableaus sind in Zeiten von Terroranschlägen und atomaren Drohgebärden erschreckend aktuell. Auch Vanessa Beecrofts entblößte Powerfrauen passen gut in die Zeit, als Kommentar zur aktuellen MeToo-Debatte. Und das ist das Schlüsselwerk der Ausstellung, Think, denk nach. Lieber Donald Trump, es wäre für dich, für die Welt, für Amerika besser, wenn du häufig einmal erst nachdenken würdest und dann agieren würdest. America, America. Überraschend politisch präsentiert sich die große Winterausstellung im Museum Frieder Burda. Diesmal also nicht nur hochkarätiges Augenfutter, sondern im wortwörtlichen Sinne Denkanstöße.